Este programa es presentado por Inverfinsa ECA. Fácil, rápido, cerca. Hallo und herzlich willkommen zur Sendung von Frauen wie wir. Ich freue mich über jede Person, die heute eingeschaltet hat und wünsche eine gesegnete halbe Stunde. Im Studio besucht uns heute Frau Sigrid Eitzen. Herzlich willkommen, Sigrid. Dankeschön. Danke, dass du hier bist. Und mit ihr zusammen wollen wir uns zum Thema die Beziehung Schwiegermutter-Schwiegertochter unterhalten. Dieses Thema wurde schon mehrere Male gewünscht von Zuschauerinnen und wir haben die Gelegenheit auch genutzt und uns nach Fragen umgehört. Und viele von den Fragen, die ich heute stellen werde und wozu Sigrid bereit ist, uns zu antworten, sind von Zuschauerinnen eingesendet worden. Zum ersten Mal haben wir uns dieses gewagt und ich bin schon ganz gespannt, was dabei rauskommt. Also steigen wir gleich ein. Sigrid, zu Anfang würdest du dich bitte selbst einmal vorstellen? Ja, ich bin Sigrid Eitzen, 46 Jahre jung, verheiratet mit Armin seit 23 Jahren und damit auch seit 23 Jahren bin ich Schwiegertochter. Wir haben zwei Kinder, 17 und 14 Jahre alt. Und ich wohne in Philadelphia, bin auch hier im Chaco aufgewachsen und ich bin die älteste von drei Schwestern. Wie hast du bisher deine Beziehung zu deiner Schwiegermutter erlebt, Sigrid? Durchweg gut. Ich hatte die Gelegenheit, sie schon vor unserer Hochzeit, vor unserer Verlobung kurz und flüchtig und während unserer Verlobungszeit dann auch ein bisschen besser kennenzulernen. Meine künftige und spätere Schwiegermutter hat mich mit einer Herzlichkeit überrascht, dass ich erstmal baff war. Und sie gab mir von Anfang an das Gefühl, dass sie davon ausging, dass ich eine gute Schwiegertochter bin. Ohne Vorbehalte. Und das war mein Gefühl. Ob es tatsächlich so war, das weiß ich ja jetzt gar nicht. Aber sie hat mir mal gesagt, dass sie schon in den Jahren vor unserer Hochzeit für mich gebetet hat. Ist das nicht umwerfend? Unbedingt. Wie könnte im Idealfall das Dreieck der Beziehungen Mutter oder beziehungsweise Schwiegermutter, Sohn und Schwiegertochter aussehen? Ich würde es, wenn als Dreieck, dann aber nicht als gleichseitiges Dreieck bezeichnen, sondern eher als ein unregelmäßiges, wo die Seitenlinien verschieden lang sind. Ich habe mir darüber ein bisschen Gedanken gemacht und im Gegensatz zu einem gleichseitigen Dreieck sind bei einem unregelmäßigen die Verbindungslinien verschieden lang. Und im Idealfall wäre, finde ich, die Verbindung zwischen dem Ehepaar stärker und damit auch kürzer als die zu der Schwiegermutter oder zu der eigenen Mutter auch. Den Idealfall zeigt uns Gott auch in der Bibel, in der sogenannten christlichen Hausordnung im Epheserbrief. Dort verlässt der Mann seine Eltern, auch die Mutter, um seiner Frau anzuhangen, heißt es da. Und es kann schwierig sein, wenn der Sohn oder seine Mutter sich nicht voneinander gelöst haben. Nun war es bei uns so, dass wir nach der Hochzeit in das Haus der Großeltern von meinem Mann gezogen sind. Und das stand neben dem Haus meiner Schwiegereltern. Mein Mann verband viele gute Erinnerungen mit diesem Haus. So, wir wohnten also die ersten vier Ehejahre lang hinterm Zaun von meinen Schwiegereltern. Welches wären grundlegende Elemente für eine gesunde Beziehung zwischen Schwiegermutter und Schwiegertochter? Ich möchte da vier nennen. Es kann durchaus auch noch mehr geben, die man hier ansprechen könnte. Aber da ist zunächst der Respekt gegenüber der Grenzen der anderen, gegenüber ihrer Eigenart, aber auch gegenüber ihrer Meinung und ihrer Gefühle. Interesse ist ein zweiter Punkt, den ich erwähnen möchte. Interesse an der Beziehung und an der Person. Dann auch Dankbarkeit, zum Beispiel für eine weitere Person in meinem Leben, die mein Leben auch bereichern kann. Für die Person, aber auch die meinen Mann groß und erzogen hat. Was er ist, ist wahrscheinlich zum großen Teil auf die Arbeit seiner Mutter zurückzuführen. Und dann möchte ich auch Offenheit erwähnen. Offenheit für etwas Neues oder auf oder für jemanden Neuen, der in mein Leben tritt. Wenn ich es zulasse, zum Beispiel, kann es sein, dass ich auch eine neue Sprache lernen muss.
um mit meiner Schwiegertochter mich verständigen zu können, zum Beispiel, ja? Und wie kann die, was kann die Schwiegermutter tun? Was kann die Schwiegertochter tun, damit die Beziehung gelingt? Ja, darüber habe ich gerade schon begonnen zu sprechen. Ich denke, was beide gleichermaßen tun können, ist bereit sein, dem anderen erstmal vorbehaltlos zu begegnen. Davon ausgehen, dass der andere mir nicht grundlegend was Schlechtes will, sondern eher positiv auf mich reagieren wird. Das hat mit Respekt zu tun, aber auch mit der Einstellung. Diese wiederum hat mit den Erfahrungen und auch mit den Prägungen zu tun, die es in meinem Leben gegeben hat. Und die auch die Schwiegermutter in ihrem Leben gehabt hat, ja? Vor unserem Aufeinandertreffen. Und dann eben auch im Idealfall würden beide auch die anderen Grundelemente mitbringen, die wir gerade schon erwähnt haben, ja? Interesse, Dankbarkeit, Offenheit. Es kann eine enorme Hilfe sein, wenn man sich vornimmt, ohne Vorbehalte der Schwiegermutter zu begegnen. Zum Nettsein muss man sich manchmal auch entscheiden. Man kann Interesse zeigen, zum Beispiel Fragen stellen. Wie bekommst du diesen Schafsbraten so gut hin? Da ist schon ein Lob mit drinnen, ja? Und im Handumdrehen kann man sich dann im Bereich der Rezepte aufhalten, wo man sich gegenseitig Tipps verrät und vielleicht auch mal ein Rezept austauscht. Durch Zeit, die man sich für ein Gespräch beim Terrain nimmt und fragt und aber auch zuhört, kann man gemeinsame Interessen herausfinden. Spielt die andere auch gern Brett- oder Tischspiele in ihrer freien Zeit? Was sind ihre anderen Hobbys? Als Schwiegertochter und damit jüngere von beiden kann ich eventuell Neues von der Älteren lernen. In Bereichen, die mich selbst auch interessieren. Zum Beispiel über Rezepte, wie schon gesagt, oder auch über Pflanzen, Handarbeit, Sport und Diät oder Basteln. Da könnte man vieles nennen. Wir machen eine kurze Pause und danach unterhalten wir uns hier weiter zu diesem Thema. Comodidad y movilidad son la clave para que puedas rendir en tu día a día. La Ibiza 125 de Taiga tiene todo lo que necesitas para estar en movimiento. Es una compañera confiable y fiel que te acompaña en todo momento. Hacé tus cosas con pasión. Taiga te lleva a donde querés estar. Encontralos en Inverfin, tu espacio, tu hogar. Marmoleria Onyx. Wir sind Spezialisten in der Ausstattung von Badezimmern, Küchen, Treppen und Kinchos. Auch stellen wir Steintafeln her. Wir arbeiten mit Quarz, Granit und importiertem Marmor. Deine Ideen und Projekte verwirklicht mit unseren Produkten garantieren ein hervorragendes Resultat. Für Fragen und Bestellungen 0984 10 10 11. Wir sind hier bei der Sendung Frauen wie wir und unterhalten uns zum Thema die Beziehung Schwiegermutter-Schwiegertochter. Sigrid, wie kann man nicht nur gegenseitige Schwächen sehen, sondern auch die Stärken und diese eventuell auch noch anerkennen? Genau dabei, wenn man diese Dinge, die wir vorher schon erwähnt haben, voneinander erfährt, aus den verschiedenen Lebensbereichen, die das ja sein können, dann kann man was über die Stärken der anderen erfahren. Eine Beziehung kann wachsen, wenn sich beide sicherer fühlen, finde ich. Nachdem sie merken, die andere interessiert sich für mich. Und sie erkennt das auch an, was mir gelungen ist. Und sie stellt interessiert Fragen. Ich meine damit nicht über neugierig sein, im negativen Sinne, sondern sie stellt interessierte Fragen und zeigt echtes Interesse. Im Idealfall erfährt man auch bei Gesprächen dann, was der andere besonders mag. Und man merkt sich das dann auch. Dann kann man sich das zum Beispiel merken für das nächste Mal, wenn man ein Geschenk sucht. Ja? Wenn Schwiegermutter oder Schwiegertochter Geburtstag hat oder zu Weihnachten oder nur mal so als Mitbringsel. Wenn man weiß, was der andere so mag, dann kann man darauf eingehen, ja? Und an der Beziehung bauen.
Also mir fiel es nicht schwer, die Stärken meiner Schwiegermutter zu sehen, weil sie so offen und so nett auf mich zukam. Mir fiel gleich auf, dass sie einen ungeheuren Optimismus hat. Also sie kann eigentlich nicht die Lebensfreude verlieren. Ich merke fast nie, dass sie wirklich mal niedergeschlagen ist und nicht irgendwas Positives in einer Situation sehen kann. Ja? Bei der Frage, wie kann ich die Stärken statt die Schwächen sehen, bekommen wir es auch wieder mit der Grundeinstellung zu tun, die wiederum, wie schon erwähnt, mit meinen Erfahrungen und mit meiner Prägung zu tun hat. Die Einstellung, dass der andere und auch die Schwiegermutter oder die Schwiegertochter mir nicht immer grundsätzlich was Schlechtes will, ist wichtig zu pflegen, dass wir diese Einstellung pflegen und nicht immer davon ausgehen, da kommt jetzt was Schlimmes, sondern es kann auch was Gutes kommen. Mhm. Wenn die Kommunikation schwieriger ist, dann muss man das Lobenswerte und die Stärken vielleicht einfach suchen und das dann auch loben, statt immer nur das Haar in der Suppe zu suchen, ja, wie man so schön sagt. Die Familie meines Mannes ist so anders als meine. Wie gehe ich damit um? Es fängt schon damit an, dass mein Mann und ich sehr verschieden sind. Und wir haben immer humorvoll gesagt, als wir uns kennenlernten, naja, Gegensätze ziehen sich an. Und wir sehen das auch bis heute so, dass wir uns prima ergänzen. Hilfreich kann sein, wenn das, was die Schwiegermutter oder Tochter tut, wenn man das von dem trennt, was sie ist. Sie selbst mögen, auch wenn man nicht alles mag, was sie tut. Das fällt gar nicht so leicht. Oft macht man sich das einfach und die Person tut eine Sache auf die und die Art oder sie handelt auf die und die Art und das gefällt mir nicht und dann da nicht gleich die ganze Person an und für sich abzustempeln oder zu verurteilen. Das ist manchmal nicht leicht. Aber das ist auch so, wie Gott mit mir umgeht, mit uns Menschen. Er liebt mich von Herzen, aber er liebt deshalb nicht alles, was ich tue. Da kommt auch der Respekt zum Tragen. Ich respektiere, dass die andere anders ist. Ich gebe ihr auch Zeit, mich kennenzulernen. Und ich gebe auch mir Zeit, sie kennenzulernen. Das ist auch wichtig. Dann kann hilfreich sein, dass man drüber redet, wenn es geht. Über die Schwächen jetzt oder über das, was man als Schwäche empfindet oder über die Andersartigkeit in der Schwiegerfamilie. Mit meinem Mann unterhalten wir uns jetzt immer häufiger darüber, wie manches bei ihnen zu Hause gelaufen ist. Meistens ist das heute so, wenn wir uns über Erziehungsthemen unterhalten. Wenn wir im Alltag auf ein Thema stoßen, wo wir uns darüber einigen müssen, wie wir in einer bestimmten Situation mit unseren Kindern umgehen möchten. Das kann schon da losgehen, dass der eine zu Hause gelernt hat, dass das Licht in einem Zimmer ausgeschaltet wird, wenn man sich dort nicht aufhält. Und der andere hat gelernt, dass das gar nichts ausmacht, wenn im ganzen Haus die Lichter brennen, in jedem Zimmer. Das ist vielleicht jetzt eine Kleinigkeit, die ich erwähnt habe. Eine größere Sache kann es dann schon sein, wenn man feststellt, dass in der einen Familie viel geredet wurde und einfach alles besprochen wurde. Auch in recht kurzer Zeit vielleicht, ziemlich zügig auch. Und in der Familie des Partners vieles nicht besprochen oder an- oder durchgesprochen wurde. Die Dinge wurden auf eine andere Weise gelöst, was durchaus auch gut sein kann, aber eben auf eine andere Weise. Oder die Dinge wurden vielleicht auch nicht gelöst, was dann wiederum eine ganz neue Herausforderung auch für ein Paar sein kann, wenn es so gewesen ist. Aber ich finde, wenn man mal darüber irgendwann sprechen kann, dann kann es auf den Tisch kommen, dass man verschieden ist und dann kann man auch einen Weg finden, damit umzugehen. Wie gehe ich nun damit um? Es kann zunächst sehr hilfreich sein, wenn ich mich zurückhalte erstmal und erstmal schaue, ob das, was anders ist, unbedingt schlecht ist. Ohne zu verurteilen, was anders ist.
Das kann nämlich ja auch Gutes haben. Ungewohntes muss nicht immer nur schlecht sein. Wir alle haben ja im Leben schon immer was lernen müssen. Von klein auf, immer wieder hat es neue Dinge gegeben, die wir lernen mussten. Wenn mir niemand beigebracht hätte, wie man ein Fahrrad fährt, dann würde ich heute nicht mit dem Fahrrad fahren können. Und ich würde auch nicht lesen und schreiben können, wenn es mir niemand beigebracht hätte. Und so kann ich auch hier merken, dass eine andere Herangehensweise nicht immer schlecht ist, sondern vielleicht einfach nur anders ist. Mhm. Wir machen nochmal eine kurze Pause und danach unterhalten wir uns hier weiter zu diesem Thema. Tu moto ideal es la CR1 de Taiga. En cuotas desde 399.000 guaraníes. Por la compra de cada Taiga de regalo, un kit motero. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Wir sind hier bei der Sendung Frauen wie wir und unterhalten uns zum Thema die Beziehung Schwiegermutter-Schwiegertochter. Sigrid, zu dieser Aussage, nach der Heirat gehört mein Mann doch mir, oder? Was kannst du uns dazu sagen? Mein erster Gedanke war wirklich, gehört er mir? Ich glaube, es kommt darauf an, wie ich ihn ansehe. Sehe ich ihn als Besitz an oder als Eigentum oder sehe ich meinen Mann als Geschenk, als jemand, mit dem ich gemeinsam ein neues Leben gestalte, mit dem Fokus auf gemeinsam. Und das nicht nur nach meiner, sondern nach unserer gemeinsamen Vorstellung. Einer der Gedanken, die mir bei dieser Frage auch gleich kam, ist, er gehört doch auch sich selbst, oder nicht? Ich weiß nicht, in der Bibel wird uns das auch erklärt, dass der Mann der Frau gehört, die Frau gehört dem Mann. Also, dass man nicht mehr nur selbst über sich entscheidet oder bestimmt, ja. Vielleicht ist das so ein Ding, über das man immer wieder neu nachdenken muss. Ist mein Mann jemand, für den ich dankbar bin, dass er zu meinem Leben gehört und auch ich zu seinem gehören darf? Das war die Frage, die ich mir stellte. Auch wenn der Mann Vater und Mutter verlässt mit allem drum und dran, ich denke, es gilt auch zu bedenken, dass die eine Beziehung, die der Mann zu seiner Mutter hatte oder hat, dass die schon lange da war, bevor ich da war in seinem Leben. Und die Beziehung, mein Mann und ich, die muss ja erst noch wachsen. Da ist vielleicht noch Nachholbedarf. Wir müssen uns erstmal kennenlernen und das Wir finden. Ich denke, da darf man auch als Ehefrau ein bisschen barmherzig sein und auch dem Wir ein bisschen Zeit geben, weil ich bin ja auch noch ein bisschen dabei, mich abzugewöhnen von der Beziehung zu meinem Elternhaus. Als mein Mann und ich darüber sprachen, über dieses Thema, dann sagte mein Mann, und das gefiel mir sehr gut, deshalb will ich das hier zitieren, er sagte, vielleicht kannst du es so sagen, mein Mann gehört nicht mir im Sinne von, er ist nicht mein Besitz, sondern es ist so, dass jeder jetzt für den anderen der wichtigste Mensch ist. Das hat mir sehr gefallen, deshalb sage ich das hier auch wortwörtlich so. Hast du ein Beispiel aus der Bibel für gelungene Beziehungen zwischen Schwiegermutter und Schwiegertochter? Ich finde, im Buch Ruth in der Bibel haben wir eine wunderschöne Geschichte über die Beziehung Schwiegermutter und Schwiegertochter. Ruth war die Schwiegertochter von Naomi. Ruth war die Schwiegertochter von Naomi und die hatten gemeinsam einiges erlebt und Ruth sagt, ich weiche nicht von deiner Seite. Sie sagt sowas wie, du bist jetzt meine einzige Familie, die ich habe. Mein Mann ist verstorben
und ich gehe mit dir dahin, wo du hingehst. Ja? Also das war fast wie so ein Treueversprechen, das sie ihrer Schwiegermutter gab. Und die beiden sind, ich habe immer das Gefühl, durch dick und dünn gegangen. Mhm. Manchmal ist ja die Frage schon aufgekommen, warum gibt es das Buch Ruth in der Bibel überhaupt, wenn das Wort Gott in diesem Buch nicht vorkommt. Aber ich finde, genau jetzt, wo wir uns mit diesem Thema befassen, ist das schön, dass da genau diese Geschichte in der Bibel steht, mhm, und uns ein wunderbares Beispiel liefert, wie diese Beziehung gerade gelingen kann. Mhm. Was können Schwiegermütter dazu beitragen, um Segen auf die Ehe ihrer Kinder zu legen? Ich denke, sie können schon früh für ihre künftige Schwiegertochter beten. Das machen manche Mütter und ich finde das sehr beeindruckend. Und ich habe auch angefangen, das zu tun. Schon mal früher und jetzt aber, wo ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, noch mal wieder intensiver auch. Ich bin jetzt noch nicht Schwiegermutter, aber unser Ältester ist 17 und irgendwann wird auch vielleicht der Zeitpunkt kommen, wo das sehr konkret wird, dass ich mich mit den Gedanken befassen muss, wann werde ich Schwiegermutter und wie kann das sein. Und früh für die Schwiegertochter zu beten, kann sehr sinnvoll sein, denke ich. Und darauf hört Gott bestimmt. Mit sich selber ins Reine kommen, finde ich, ist ein weiterer Punkt, was man tun kann. Am eigenen Selbstbewusstsein arbeiten und sich mit der neuen Rolle befassen, die da auf einen zukommt, die man dann bekommt, wenn der Sohn heiratet, ja? Dann denke ich, können Mütter auch dazu beitragen, dass die Ehe ihrer Kinder gelingt, wenn sie Grenzen respektieren. Mhm. Nichts übers Bein brechen. Es kann sein, dass die Schwiegertochter nicht deine beste Freundin sein will. Man kann der Beziehung Zeit geben zum Wachsen. Nichts überstürzen. Was ich noch als sinnvoll ansehe, ist, dass man schon vor der Hochzeit, auch schon vor der Verlobung vielleicht, Möglichkeiten des Kennenlernens schafft. Dass sich beide Seiten schon beschnuppern können und dass auch die Schwiegertochter ein bisschen in das Elternhaus und in die Gegebenheiten der Herkunftsfamilie hineinschnuppern kann, mhm, und sich dann auch Gedanken darüber machen kann, womit bekomme ich es hier zu tun, ja? Mhm. Und dann denke ich, was noch ganz wichtig ist, ist dann später die Entscheidungen des Sohnes und des späteren jungen Paares zu respektieren. Sigrid, hast du zum Schluss noch ein Wort an die Zuschauerin? Ja, ich möchte mich kurz fassen. Ich denke, dass an der Beziehung zu arbeiten wichtig ist. Einfach dranbleiben. Dazu gehört der Wille, auf die Länge zur Schwiegerfamilie zuzugehören. Mhm. Schwiegermutter ist nicht nur die Mama meines Mannes und sie ist auch nicht nur meine Schwiegermutter. Sie ist auch, wenn wir einmal Kinder haben, die Oma für meine Kinder. Meine Ehe und aber auch die Beziehung, die unsere Kinder einmal zu ihrer Oma haben, kann nicht optimal werden, wenn ich keine Beziehung zur Schwiegermutter oder keine gute Beziehung zur Schwiegermutter habe. Meine eigene Mutter gab mir mal einen guten Rat. Sprich nie vor deinem Mann schlecht über deine Schwiegermutter. Ein Mann sollte sich wegen einer Bemerkung von dir niemals zwischen dir und seiner Mutter entscheiden müssen. Das ist ein guter Rat. Danke, Sigrid, dass du heute hier warst. Danke, dass du mit uns über dieses Thema gesprochen hast und so ausführlich dich mitgeteilt hast. Okay. Und somit sind wir am Schluss der heutigen Sendung angekommen. Danke, dass Sie dabei waren. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Wir danken der RCC auch für diese Sendezeit. Die Wiederholung dieser Sendung sehen Sie am Sonntag um 18 Uhr. Dieses war Frauen wie wir, Glauben und Leben.
Este programa fue presentado por InverFinSAECA. Fácil, rápido, cerca.